Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS19-Freunde. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier auf meinem YouTube-Kanal und auch Twitch-Kanal LS19TV auf meiner Map Tübingen SE 2070 in der Beta-Version 1.004. Hier bei mir an diesem wunderschönen neuen Jahr, der 1.1.2020. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut rumgebracht. Also ich, ja, ne? Meine Bude ist jetzt leer. Ob ich jetzt nüchtern bin oder nicht nüchtern bin, lasse ich mal dahingestellt. Auf alle Fälle, ich will jetzt dann noch eine Sache noch machen. Ich habe mir ja letztes Mal, also wer geguckt hat, habe ich ja noch Kartoffeln drauf gehabt auf dem Feld. War der letzte Stand, ne? Also ich habe einen Mohn runtergeholt, haben wir die Kartoffeln geholt. Von dem habe ich meine Wiese gekauft. Dann wollte ich die Kartoffeln runter haben. Muss gucken, wo mein Landmaschinenhändler ist. Ich bin schon mitten in der Nacht. Erzähle ich euch auch gleich warum oder so. Ja, für die Kartoffeln wollte keiner haben. Ich habe kein Lohnunternehmen gefunden, die mir die runterholen wollte. Ich hätte auch die gesamten Kartoffeln verschenkt. Denn, aber ja, ne? Ein einziger hat sich dann gefunden, der hat gesagt, so pass auf, ne, wenn es dir mal schenkt, dann hole ich sie dir runter. Dann hat er es runtergenommen. Was er damit gemacht hat, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich habe das Feld gepflügt, habe mir einen Pflug gekauft von der Kohle noch eine Wiese gekauft von der Kohle, was ich da als Erlös bekommen habe. Und ja, dann war es jetzt eigentlich auch schon wieder, ne? Kann man da so ein bisschen weiter her, dass man mehr. Ich habe mir auf alle Fälle schöne Sachen gekauft. Wenn ich sie finde. Ich habe zwar einen Kredit auf der Bank aufnehmen müssen, weil ich hatte nämlich keine Kohle mehr nach dem. Ich habe meine Schulden bezahlt beim Landmaschinenhändler. Ja, und dann war es eigentlich schon wieder Schicht im Schacht. Dann habe ich mal ein bisschen Schulden gemacht, weil ich auf den grünen Zweig komme, denn man sieht es, ne, 113 Euro noch. Echt scheiße, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hilft nichts. Das habe ich auf alle Fälle mal Schulden gemacht, wie man sieht in meiner Bank. Können wir mal rein switchen, dann sieht man es ja. Sieht man hier, ne? Ich habe praktisch Fett minus. Ich habe auch schon ein Stückchen Land wieder verkaufen müssen, ne? Denn es hat mir nichts geholfen. Ne? Mein Plan ist natürlich der, ich habe hinten zwei große Felder. Und so ist mein Plan. Ich will da Mais drauf pflanzen. Ist nicht so laut, ne? Ich will Mais drauf pflanzen. Dann will ich die Wiese runterholen. Ich hoffe, dass die schon fertig ist. Klappt zwar noch nicht. So, mal schauen, ob ich da jetzt hinkomme. Sehen tue ich nämlich rein gar nichts. Jo, es wird schon schief gehen. Aber ja, passt. Nicht optimal, aber es passt. Für heute steht eigentlich nur auf dem Plan. Ja, was steht auf dem Plan? Ich bin jetzt gerade konzentriert. Auf dem Plan steht, muss ich erst einmal hier ein bisschen Ordnung schaffen. So, jetzt dann. Und dann will ich das aushaben hier. Auf dem Plan steht. Auf dem Plan steht jetzt folgendermaßen. Und zwar das ganze Gedöns jetzt zu meiner BGA bringen. Also mal das erste jetzt. Dann gucken, ob ich eine Wiese runterholen kann. Wenn ja, dann holen wir eine Wiese runter. Wenn nein, dann machen wir das morgen, beziehungsweise heute Nachmittag. Ansehen werde ich nicht, denn es ist ein Stockfinster, müsste ich damit GPS machen. Mit GPS bin ich aber noch nicht so ganz vertraut, darum riskiere ich das nicht und mache das dann auch lieber heute Nachmittag. Aber was wir machen, denn es ist ja bald 0 Uhr und da ein bisschen Kohle kommt, machen wir die BGA leer, verhökert man das. Dann hoffe ich, dass ich zumindest so viel Kohle bekomme, da ich das ja, das Feld ansehen kann, dass das durchgesät ist, dass das wachsen kann, gedüngt ist, weil mein Dünger schaut nämlich jetzt auch schon langsam mau aus. Vielleicht kriegen wir noch eine Palette Dünger, weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen wir die noch. Vielleicht reicht es auch.
Ich hoffe es jetzt einfach, das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir unsere Palette holen. Ja, und dann will ich einfach hergehen, die Wiese runterholen, die Wiese einzilieren, dass man wieder Silage bekommt und Schulden auf der Bank zurückzahlen. Ja. Denn ich habe nämlich jetzt alles bar gekauft, nichts gemietet. Denn ich habe nämlich jetzt eine Saatmaschine, eine Einzelkornmaschine. Ne, eine Saatmaschine habe ich keine, die habe ich gemietet, stimmt. Aber eine Einzelkornmaschine, also eine Einzelsaatkornmaschine habe ich. Da drüben sind die, mal schauen. Dass so halbwegs rankommen, die zwei Paletten. Ne? Müssen wir ausmachen. Ich sehe nämlich rein gar nichts. Eher. So, wo ist jetzt die andere? Steht da vorne. Saatmaschine auffüllen. Ja, so. Aber jetzt gar noch ein bisschen was drin, ne? Wie viel habe ich denn da noch drin denn? Mal hinschauen. Also ist ja nur 40% voll, ne? Auf alle Fälle, die muss er mal auf die Seite stellen. Muss ich ihm dann noch schnell eine SMS schicken. Ihm Bescheid geben, dass er mal die auf die Seite stellt. Denn zu verschenken haben wir nichts. Der steht einmal fest. Wir haben nichts zu verschenken. So. Er hat mir extra das Tor offen lassen. Hat er gesagt, ich soll es ihm dann zuziehen, wenn ich das abhole. Er weiß das, da ich das mitten in der Nacht abhole. Denn es ist ja heute Silvester und habe ich ihm schon gesagt, ne, kann ein bisschen spät werden. Ne? Und meinte er, kein Problem. So. Das machen wir jetzt ein bisschen rauf, ne? Dann sehe ich da ein bisschen mehr, was da vorne los ist. Aber nicht zu weit. So, jetzt sehe ich, was da vorne los ist. So. Ja, ich würde sagen, ne? Jetzt fahre ich mal zu meinem Hof und dann hören wir uns wieder. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you're out there. It's strange.
time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange. So, da sind wir wieder. Sind wir schon mal bei meiner BBR jetzt da. Regnet wie die Sau. Schauen wir mal. Was meinst du? Ich habe mir jetzt nur aus diesem einen Grund jetzt die Schaufel gekauft, damit er euch das komplett aufdecken kann. Nur deswegen. Die eigentlich noch weiter aufdecken können, da. Ah, es ist schon komplett aufgedeckt, okay. Nur deswegen. War zwar ein teurer Spaß, ne, aber jetzt wollen wir das in die BGA reinschütten. Ja, da sieht man es, ne, wo ich ja gesagt habe. Wie man den Flug hier gekauft. Nicht so laut hier, ne? Das ist sonst alles so laut hier. Den Flug habe ich mal gekauft und hier hinten den Grupper. Und somit habe ich schon mal das eine oder andere. Schon mal das, was ich jetzt will, ne? Soll er mal bitte da vorne stehen lassen? So. Wir lassen halt da stehen. Jetzt da. Ist einfach alles jetzt meins hier, was da steht. Gehört alles mir. Nichts gemietet. Ist vielleicht im Nachhinein ein Nachteil,
Aber auf lange Sicht hinaus, denn ich kann ja jetzt hergehen, kann die Einzelkornmaschine vermieten. Mal schauen, wo ist denn mein Hänger? Wo ist denn der? Ah, da hinten steht er. Den kann ich nämlich dann an die anderen Bauern vermieten, ne? Und genau das gleiche habe ich noch mit der Saatmaschine vor. Da ich die dann vermieten kann. Und somit bekomme ich ja dann die Kohle wieder rein. Das ist jetzt so mein Plan, was ich jetzt habe. Zumindest so weit vermieten, ne, dass ich meine Unkosten wieder reinkriege. So schaut's aus. Schauen wir dann einmal, ob wir das Feld hinten schon fertig haben, ne? Und wenn wir das auch fertig haben, mähen wir es vielleicht noch ab. Wenn nicht, dann machen wir es halt morgen. Aber ich glaube, ich bin noch so auf einem guten Weg, dass mal langsam der Rubel rollt. So ist es. Das ging ja ganz schön cool jetzt weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist echt. Echt einiges weggegangen an Kohle. Ich muss jetzt einfach langsam rechnen. Es ist einfach so. Sonst eiert man da, was weiß ich, ne, in 3 Wochen noch rum. So. So, wahrscheinlich noch einmal durch müssen. Schätze ich immer. Nochmal rüber, da nochmal rein. So, dann haben wir das Silo leer.
Schütten wir da jetzt rein und dann schaffen wir das noch schön vor 0 Uhr. So. Genau so habe ich mir das vorgestellt jetzt. Haben wir es geschafft? Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Schauen wir mal, ob die Wiese schon durch ist. Wenn die Wiese durch ist, dann mähen wir die jetzt noch ab. Wenn nicht, machen wir das dann morgen. Schauen wir mal. Ich glaube es eigentlich noch nicht, ne, dass es schon fertig ist. Ganz ehrlich. Aber schauen wir mal. So, genau. Und so mal hinschauen. Ach, saukalt. Nass wie die Sau. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Braucht noch, ne? Im Wachstum. Braucht noch. Schauen wir mal zur anderen Wiese vor. Die schon fertig ist. Ne, ist auch noch nicht fertig, ne. Braucht auch noch. Ja, können wir eigentlich erst morgen weitermachen. Morgen Nachmittag. Bin gespannt, wie viel Kohle das ich kriege. Wir haben jetzt da einen Hänger drin. Schauen wir mal. Durchlaufen tut sie. Warten wir einfach ab, würde ich sagen. Okay, dann machen wir jetzt noch das Licht aus und dann machen wir Feierabend. Denn dann war es eigentlich für heute schon wieder. Und machen wir da jetzt noch aus hier. So. Das Licht vom Trecker sollten wir ausschalten. So. Machen wir hier noch das Licht aus. So. Ja, meine Lieben. Das war's für heute schon wieder. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, beziehungsweise hat jetzt angefangen. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen alle wieder sehen, beziehungsweise ja heute Nachmittag, morgen ist so gesagt, ne, heute Nachmittag. Und wie gesagt, nutzt die günstige Stunde, denn ihr habt auch heute die letzte Chance, die Map zu bekommen. Braucht hier unten einfach unten auf mehr klicken, dann bekommt ihr den Discord-Link, der ploppt dann auf. Dann geht ihr in Discord rein, bewerbt euch,
gibt einfach Hashtag Bewerbung, also Ausrufezeichen Bewerbung ein im Bewerbungschannel. Und ja, wenn ihr dann noch unter die 50 seid, dann bekommt ihr von mir einen Download-Link, beziehungsweise einen Cave für den Download-Link. Und könnt einmal diese Map runterladen. Wie gesagt, die sind in der Beta-Version noch, also gibt es keinen offiziellen Download. Wenn die 50 durch sind, ja, dann ist durch, ne? Dann habt die restlichen Leute das nachsehen, bin ich ganz ehrlich. Und würde sagen, ne, nutzt die Gunst der Stunde. Also, macht es gut, tschüss, tschüss, baba und servus. Don't feel fucking at me.